Ich möchte noch mal kurz beten, wir bleiben sitzen dazu. Herr Jesus, danke, dass wir die Bibel haben, die Heilige Schrift. Wir wollen jetzt darin lesen, darüber nachdenken und wünschen uns, dass du uns durch den Heiligen Geist belehrst. Bewahre mich davor, Dinge zu sagen, die nicht stimmen oder die dich verunehren. Und hilf uns allen, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Amen. Ja, wir kommen heute zum dritten Teil und wahrscheinlich letzten Teil dieser Reihe in unserem Gang durch das Matthäusevangelium, wo es um Ehe, Scheidung und Wiederheirat geht. Und heute soll es speziell um die Frage der Ausnahmen gehen und die Frage der Wiederheirat, speziell aber um die Frage der Ausnahmen, ob die Bibel Ausnahmen gibt. Die Predigten werden ja auch online gestellt bei YouTube und alle, die jetzt die ersten beiden noch nicht gehört haben oder gesehen haben, denen empfehle ich sehr, diese vorherlaufenden Predigten erst sich einzuverleiben, darüber nachzudenken, weil die doch eine sehr, sehr wichtige Grundlage sind für das, was wir heute uns anschauen werden. Ausgegangen war im Matthäusevangelium diese ganze Thematik mit der Frage der Pharisäer, die den Herrn Jesus provozieren wollten oder versuchen wollten in Matthäus 19, Vers 3. Die Pharisäer kamen zu ihm, dem Herrn Jesus, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Das war die Ausgangsfrage. Wir haben beim letzten Mal gesehen, der Herr Jesus antwortet darauf und gibt die Antwort, wie war es denn von Anfang an? Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Er hat gesagt, ein Mann wird seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Und er sagt dann, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das, was für Gott oder in Gottes Interesse die Regel sein sollte, ist leider in unserer Gesellschaft mittlerweile eher die Ausnahme geworden, nämlich Ehetreue. Selbst in der christlichen Welt ist Ehescheidung auch viel, viel häufiger und viel akzeptabler geworden im Laufe der Jahre, der letzten 20, 30 Jahre auf jeden Fall. Und wir glauben, dass es notwendig ist, dass unser Denken biblisch geprägt ist und dass wir uns darüber im Klaren sind, dass unser Fühlen oft sehr stark gesellschaftlich geprägt ist, von dem, was um uns herum läuft. Du siehst eine Sache oft genug, du stumpfst ab und denkst irgendwie, das wäre normal. Und da brauchen wir sozusagen ein Gegenmittel für, nämlich die Heilige Schrift. Wir gucken in die Bibel und überlegen uns, was sagt denn die Bibel? Dann, gerade in dieser Thematik der Scheidung und Wiederheirat, gibt es im christlichen Lager unterschiedliche Ansichten, sehr kontrovers sogar. Und das, was wir versuchen hier, ist einfach zu gucken, was ist der biblische Befund und die Frage zu stellen, an welcher Stelle kann man diese Dinge sicher anwenden und wo bleiben Unsicherheiten. Und die Antwort oder das Fazit, was wir Älteste auch beim Studium dieser Thematik festgestellt haben, gewisse Dinge sind einfach sonnenklar und andere Dinge nicht so klar. Die klar sind, wollen wir sagen und da, wo es unklar ist und wo es schwierig ist, wollen wir einfach die Schwierigkeit im Raum stehen lassen und im Einzelfall um Weisheit des Herrn bitten. Und dass Dinge im Sinne des Herrn auch geschehen können und ablaufen können. Wir haben beim letzten Mal gesehen, es gibt drei grundlegende Fragen. Wie denkt Gott grundsätzlich über Scheidung und legitimiert Gottes Wort Ausnahmen? Darum geht es heute. Und was ist mit Wiederheirat? Da wird es ein ganz klein wenig drum gehen heute. So, wir haben uns erinnert, der Herr hat gesagt, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Und dann haben die gesagt, ja, aber Mose hat doch gesagt. Der Mose hat tatsächlich Scheidung erlaubt. Allerdings erklärt der Herr Jesus dann, dass das nur geschehen ist in Matthäus 19, Vers 8, wegen der Herzenshärtigkeit der Kinder Israel, des Volkes Israel. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass das wahrscheinlich eines der Hauptprobleme überhaupt ist in Beziehungen, harte Herzen. Und dass Wiederherstellung von Beziehungen, unabhängig davon, ob es Ehebeziehungen oder andere Beziehungen sind, meistens daran scheitern, dass mindestens
die Partei, die das Herz einer Partei hart bleibt. Und solange nicht beide Seiten Herzen weich werden, kann Wiederherstellung nicht funktionieren. Und der Herr hat hier einen Kompromiss erlaubt in 5. Mose 24, der im Volk Israel regelte, was sonst vollkommenes Chaos verursacht hätte. Die Regelung in 5. Mose 24 war nie eine Empfehlung zur Scheidung. Und das können wir auch wissen, das Gleiche gilt auch für alles, was wir im Neuen Testament lesen. Es gibt nirgends eine Empfehlung zur Scheidung, nirgends. Wir haben dann gesehen, an diesen zwei Grafiken, Matthäus 19, 19, dass wenn jemand seine Frau entlässt, dass er dann die Ehe bricht, wenn er eine andere heiratet. Und der andere Fall in Matthäus 5, 23, wenn jemand eine Frau wegschickt, der ist mitverantwortlich dafür, dass wenn die Frau dann einen anderen findet, weil sie in ihrer Not sich dann an einen anderen Mann klammert, dann bricht zwar die Frau die Ehe, aber der Mann ist mitverantwortlich für diesen Ehebruch, weil er die Frau weggeschickt hat. Das ist ganz einfach im Text zu lesen, das ist nicht meine Meinung, das sagt einfach das Wort Gottes. Und das meine ich mit, wir gucken, was das Wort Gottes sagt, es ist unanfechtbar, Meinungen von Menschen sind immer anfechtbar, meine Meinung auch, und gerade dann, wenn es um Praxisfragen, Praxisanwendungen geht, müssen wir Beröer sein, die ja gelobt werden als Leute, die wirklich gucken, stimmt das mit der Lehre der Bibel überein oder nicht. Genau, wir haben dann gesehen die Markus 10 Stelle und Lukas 16 Stelle, wo der Herr Jesus auch von Ehebruch spricht, da ist keine Ausnahme beschrieben. So, dann haben wir in 1. Korinther 7 gesehen, ich muss die Punkte einfach nochmal ganz kurz vorwegschieben, damit wir alle wieder im Bilde sind und so einen Startpunkt haben. Da sagt er in Vers 10 den Verheirateten, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde und dass seine Frau einen Mann nicht entlasse. Also ich möchte einfach, dass wir am Anfang dieser Stunde nochmal wissen, das neutestamentliche Gebot für Gläubige ist, man soll seine Frau nicht entlassen und die Frau soll den Mann nicht entlassen. Das ist das neutestamentliche Gebot. So, jetzt Ausnahmen, bis dass der Tod uns scheidet. Es gibt es Ausnahmen, wo man sagen kann, Scheidung ist biblisch erlaubt. Ich habe gestern noch mit Martin Vetter telefoniert und der hat mir gesagt, er hat das mal vor einigen Jahrzehnten auf einer Konferenz gesagt und wurde dann sehr angegriffen, weil einfach Brüder sagten, nein, es gibt keine Ausnahme. Und diese Brüder, die ihm da widerstanden haben, haben mit Sicherheit keine negativen Absichten gehabt. Denen ging es mit Sicherheit um die Ehre Gottes und um die Heiligkeit der Ehe. Keine Ausnahme. Die Ehe muss zusammenhalten. Und diese Absichten wollen wir lobend erwähnen und sagen, das ist sicher gut, wenn Leute gute Absichten haben. Aber vielleicht kann man mit seinen guten Absichten doch an dem vorbeigehen, was der Herr selber sagt. Denn wenn der Herr Ausnahmen gibt und da was sehr Hartes plötzlich etwas weicher vom Herrn dargestellt wird, dann müssen wir das akzeptieren. Wenn der Herr Ausnahmen gibt, dann wollen wir nicht härter sein als der Herr. Und ich glaube, wir sehen zwei Ausnahmen, oder auch wir als Älteste glauben, dass die Bibel zwei Ausnahmen beschreibt. Und die eine sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, 32 und 19, 9. Und die andere sagt der Apostel Paulus. So, und wir gucken uns jetzt erstmal diese beiden Stellen an. Wir haben die alle schon gelesen, wir lesen jetzt nur noch einmal, damit wir das vor Augen haben. Matthäus 19, Vers 9, das ist ja der Abschnitt, wo wir jetzt eigentlich gerade drin sind. Ich sage euch aber, wer irgendeine Frau entlässt, nicht wegen Hurerei oder manche übersetzen außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, begeht Ehebruch und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ihr seht hier gelb markiert, das ist die Ausnahme. Matthäus 5, 32, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. So, je nachdem, welche Übersetzung ihr jetzt in den Fingern haltet, steht bei euch entweder Hurerei oder Unzucht. Und die große Debatte bei den Bibellehrern oder Theologen, je nachdem, wie man sie gerne nennen möchte,
In der Auslegungs- und Anwendungsfrage ist die Frage mit diesen beiden Begriffen, Hurerei oder Unzucht, das griechische Wort ist Porneia, da kann man ja schon was drunter verbinden unter diesem Wort, da assoziiert man was mit. Und dann auf der anderen Seite Ehebruch, dieses Wort wage ich nicht auszusprechen, das griechische Wort. Wir merken auf jeden Fall eine ganz einfache Sache. Das sind zwei unterschiedliche Wörter. Im Griechischen und im Deutschen sowieso. Ja, das sind zwei unterschiedliche Wörter. Und jetzt gibt es drei verschiedene Sichtweisen. Die habe ich bei einem Autor namens David Pawson gelesen. Deswegen möchte ich mich da auch nicht selber mit rühmen. Der sieht folgende drei Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Und ich sage gleich euch, wie wir das sehen. Und ihr müsst euch überlegen, wie ihr das sehen wollt. Es gibt diejenigen, die sagen, Hurerei oder Unzucht, H ist gleich E. Das ist das Gleiche, nur unterschiedliche Wörter. Man nennt das dann auch Synonym. Ja, Hurerei ist ein Synonym für Ehebruch. So, und dann gibt es andere, die sagen, Hurerei ist der Oberbegriff und damit ist gemeint jegliches unmoralisches Verhalten. Und Ehebruch ist dann speziell unmoralisches Verhalten, das die Ehe kaputt macht, das die Ehe bricht. Könnte die gleiche Handlung sein, in einem Fall ist eine Ehe dabei involviert, in einem anderen Fall ist keine Ehe dabei involviert. So, und dann die dritte Sicht ist, Hurerei oder Unzucht können nur Unverheiratete tun und Ehebruch können nur Verheiratete tun. Und immer wenn von Unzucht oder Hurerei die Rede ist, dann sind die aktiven Leute, die unverheiratet sind. Und immer wenn von Ehebruch geredet wird, dann sind Verheiratete die Täter. So, ich werde jetzt keine Abstimmung machen, weil das Thema zu ernst ist. Wäre aber trotzdem mal interessant für mich zu wissen, was ist so euer Bauchgefühl? Welches von diesen drei Sichten ist die richtige? Könnt ihr ja selber darüber nachdenken. Die drei Sichten haben praktische Auswirkungen. Die Sichten 1 und 2 haben eine Art von Auswirkung und die Sicht 3 hat eine andere Art von Auswirkung. Ich fange mit der Sicht 3 an, die ich nicht teile, die wir nicht teilen. Wir glauben nicht, dass Unzucht nur Unverheiratete betrifft. Und ich zeige euch, warum das so ist. Also, angenommen, Hurerei oder Unzucht betrifft nur die Zeit vor der Ehe. Bevor jemand verheiratet ist, dann seht ihr, der hätte also, wenn hier ist die Hochzeit und jemand hätte hier Unzucht getrieben. Jetzt hat der Herr Jesus die Ausnahme gesagt, Scheidung ist dann legitim oder erlaubt, wenn Hurerei oder Unzucht vorliegt. Wann würde die in der Ehe dann nur vorliegen? Nur dann, wenn jemand frisch verheiratet herausfindet, mein Partner war vor der Ehe mir gegenüber untreu. Das wäre dann die Aussage des Herrn Jesus gewesen. Ich sage es nochmal, jemand ist verheiratet und nachdem er geheiratet hat, findet er heraus, oh, mein Partner war ja vorher schon in einer eheähnlichen Weise mit jemand anderem zusammen. Das ist die Aussage, wie die gedacht wird. Und da gibt es tatsächlich einige feine Gläubige, die diese Ansicht haben. Und die dürfen diese Ansicht haben. Die Frage ist nur, ist das eine Ansicht, die du oder ich plausibel finden? Ich finde sie nicht plausibel. Aber wir haben so einen Fall in 5. Mose 22, Vers 13. Genau den Fall. Aus Zeitgründen möchte ich den jetzt nicht vorlesen. Ich erkläre den Fall aus 5. Mose 22, aber mit meinen eigenen Worten. Da ist ein Mann, der nimmt sich eine Frau. Und dieser Mann bringt diese Frau jetzt ins Gerede und sagt, diese Frau hat nicht die Zeichen der Jungfrauenschaft gehabt, habe ich entdeckt, nachdem ich mit ihr verheiratet war. Und dann kommen die Eltern der Frau, die sind jetzt völlig aufgebracht. Und die bringen jetzt irgendeinen Stoff, der jetzt die Jungfrauenschaft der Frau belegen soll, als Beleg zu den Ältesten der Stadt. Und dann wird Folgendes geschehen. Wenn die Jungfrauenschaft der Frau belegt wird
und sich herausstellt, der Mann wollte seine Frau nur loswerden und hat Übles und Verlogenes über sie gesagt, dann soll der Mann 100 Schekel oder so bezahlen und muss die Frau zur Frau weiterhin zur Frau nehmen und darf sie sein ganzes Leben lang nicht entlassen. Da weißt du auch nicht, ob du die Frau sein wolltest. Aber das wird da beschrieben. Der andere Fall ist dann, der sollte sich herausstellen, dass der Mann, dass die Frau tatsächlich untreu war. Dann ist die Scheidung gar kein Thema mehr, dann wird die Frau gesteinigt. Das ist das 5. Mose-Gesetz. Also der Fall, dass innerhalb der Ehe festgestellt wird, Mann, oh Mann, du warst mir ja vor der Ehe untreu, der wird in 5. Mose 22 beschrieben, könnt ihr da nachlesen. Also den Fall gibt es schon, die Frage ist, redet der Herr Jesus hier von diesem Fall? So, diese Sicht schließt Hurerei innerhalb der Ehe aus, und wenn das so ist, dann ist jeder Verheiratete, der seinem Ehepartner diesen Vorwurf nicht machen kann, dann gibt es fortan gar keinen Grund mehr für eine Scheidung, keinen legitimen Grund. Der Jesus hat sozusagen dann eine Ausnahme erlaubt, die extremst selten ist. Und das kann ja auch sein. Ja, warum sollte der Herr Jesus eine Ausnahme genehmigen, die sehr häufig ist? So, warum erkläre ich das hier etwas ausführlicher? Damit ihr euch ein Bild machen könnt, ob ihr das so verstehen und sehen wollt oder nicht. So, jetzt kommt der Fall 1 und 2. Also, der William MacDonald zum Beispiel in seinem Kommentar, das liest du in vielen Kommentaren übrigens, die Leute sprechen gar nicht über dieses Problem, die beschreiben nur, wie sie die Bibel verstehen, und du merkst dann, die setzen sozusagen das Wort Unzucht einfach gleich mit Hurerei. Die sagen einfach, ja, der hat die Ehe gebrochen und deswegen ist das hier eine Ausnahme. Und ich glaube auch, dass das oft wirklich die gleiche Handlung ist. Ich habe das jetzt nicht extra gezeichnet, ich erkläre es einfach mal so. Angenommen, du hast hier jemanden, der unverheiratet ist, und hier hast du jemanden, der verheiratet ist. Hier ist also eine Ehe, und einer der Ehepartner lässt sich nun auf diesen Unverheirateten ein, in unmoralischer Weise. Dann würde der ja Unzucht begehen, und durch dieses Begehen der Unzucht würde dessen Ehe hier zerstört werden. Derjenige würde auf jeden Fall seine Ehe brechen, und der würde durch die Unzucht die schon bestehende Ehe brechen. Ihr merkt, selbst wenn du sagst, einer ist unverheiratet und der eine ist andere ist verheiratet, in jedem Fall würde die Ehe gebrochen, die schon bestanden hat, und in jedem Fall würde unzüchtiges Verhalten vorliegen. Ihr seht, so würde ich jetzt argumentieren, dass das ganz schwer ist, die Dinge komplett auseinanderzuhalten. Deswegen neigen wir in unserem Verständnis auch eher zu der zweiten Sicht, weil es einfach schwer ist, das auseinanderzuhalten. Ihr könnt euch den 1. Korinther 5 Fall mal anschauen und das mal da durchdenken, dann werdet ihr zu den ähnlichen Schlüssen kommen. Okay, genau. Hier sind noch ein paar Parallelstellen, aber aus Zeitgründen möchte ich die jetzt nicht noch nennen. Also das ist die eine Ausnahme des Herrn Jesus. Ich möchte das einfach nochmal auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass die Bibel lehrt, der Herr Jesus lehrt, dass wenn innerhalb einer Ehe ein Partner unzüchtig oder hurerisch sich verhält, dass der Herr Jesus dann sagt, in dem Fall würde er Scheidung legitimisieren. Und das heißt nicht, dass der Herr Jesus sagt, komm, scheide dich, ist gut, ist der beste Weg. Auf keinen Fall. Der Herr Jesus sagt nicht, das ist der beste Weg. Wir kommen da gleich noch zu. So, jetzt beschreibt der Apostel Paulus etwas anderes. Und guck mal, das fängt er an, wir lesen 1. Korinther 7, Vers 12, und das ist wichtig, dass wir jetzt verstehen, wie der argumentiert. Der sagt den Übrigen, aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat. Und wir haben auch beim letzten Mal schon gesehen, wenn der Herr Jesus so argumentiert, wenn der Paulus so argumentiert, dann bezieht er sich auf etwas, wozu der Herr Jesus keine Stellung genommen hat. Er sagt dann nicht, ich sage jetzt etwas mit weniger Autorität, weil ich bin es ja nur und nicht der Herr, sondern
zu der Frage, was ist denn, wenn du da eine ungleiche Jochbeziehung hast, wo einer gläubig ist und ein anderer ungläubig, was ist denn dann? Da hat der Herr Jesus nichts zu gesagt. Und der Paulus sagt deswegen, jetzt sagt, da hat der Herr nichts zu gesagt, ich beziehe mich also mit dem, was ich euch jetzt, liebe Korinther, erkläre, nicht auf etwas, was der Herr schon vorher artikuliert hat, sondern ich erkläre das jetzt hier und ich ergänze mal unter der Führung des Heiligen Geistes, wie Gott das gesehen haben will. Und jetzt ist es ja so, 1. Korinther 7 in Vers 1 steht, was aber das betrifft, oder ich will kurz vorlesen, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Das suggeriert, dass die Korinther Fragen an den Paulus vorab geschrieben hatten. Und eine Frage, die jetzt mit dem Abschnitt zusammenhängen könnte, wäre folgende Frage. Ich bin verheiratet seit 5 Jahren. Ich habe vor 1 Jahr den Herrn Jesus als meinen Herrn und Retter kennengelernt. Bin ein Kind Gottes geworden. Ich soll ja nicht mit einem Ungläubigen unter einem Joch sein. Ich soll ja nicht mit Ungläubigen Gemeinschaft haben, in innigster Weise. Ist das jetzt der geistliche Weg für mich, mich von dem Ungläubigen zu scheiden? Das ist eine Frage, die durchaus bei den Korinthern im Raum gestanden haben könnte. Ich bin mit einem Ungläubigen verheiratet. Paulus erklärt hier nicht, wie die Ehe zustande gekommen ist. Er erklärt auch hier nicht, ob hier ein Gläubiger gläubig war und dann einen Ungläubigen geheiratet hat. Wahrscheinlicher ist es, dass hier jemand in der Ehe, beide waren ungläubig und nur einer der Partner wurde in der Ehe gläubig, nachdem er das Evangelium gehört hat und sagte, ja, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt damit umgehen? Und auf die Frage gibt jetzt der Apostel hier eine Antwort. Warum sage ich das? Weil es hier, ich glaube, die unter zugrunde liegende Frage ist weniger, wie schnell und wie leicht kann ich mich von meinem Ehepartner trennen, sondern die zugrunde liegende Frage ist wahrscheinlich eher, wenn ich mit einem Ungläubigen verheiratet bin, ist das vor Gott richtig, in dieser Beziehung zu bleiben oder wäre das vor Gott besser, sich von dem Ungläubigen zu trennen? Ich glaube, das ist die zugrunde liegende Frage. Und ihr merkt, das ist eine ganz große, ganz, ganz andere Perspektive, die man da hat. So, wir lesen jetzt aber mal, was hier steht. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, was ist dann? So soll er sie nicht entlassen. Also hätte die Person erstmal die Antwort. Und eine Frau, hier merkt ihr jetzt nur der anders geschlechtlich andere Fall, und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht entlassen. Verlassen, richtig. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber, Vers 15, der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott gerufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? So, ich habe das wieder versucht zu zeichnen. Wir haben den Fall 1, Fall 1a in Vers 12. Der Mann ist gläubig und die Frau ist ungläubig. Der Paulus bringt es einfach auf den Punkt. Wenn die Frau sagt, als Ungläubige, du bist zwar gläubig, aber ich will gerne weiter mit dir verheiratet bleiben, dann ist die einfache Anweisung für den Mann, er soll sie nicht entlassen. So, anderer Fall, wenn der Mann ungläubig ist, Vers 13, und die Frau ist gläubig, und der Ungläubige sagt, ich möchte gerne weiter mit dir verheiratet bleiben, dann ist es das geistlich Richtige für die Frau zu tun, ich verlasse dich nicht. Habt ihr ja korrigiert mich, habt ihr recht. Nicht verlassen, ich verlasse dich nicht, sondern ich bleibe bei dir. Jetzt ist der Fall 2 aber beschrieben, wo hier die Geschlechtertrennung nicht ganz so deutlich im Text steht, aber die wird praktisch noch nachgeschoben am Ende. Wenn der Gläubige mit dem Ungläubigen zusammen ist und der ungläubige Partner sagt, nein, 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 ich will mit einem Gläubigen nichts zu tun haben, ich will mich scheiden lassen. Und jetzt der Gläubige sagt,
dann bin ich ein Ehebrecher. Ich darf mich nicht scheiden lassen. Ich will mich nicht scheiden lassen. Gott ist die Ehe heilig, was ja richtig ist. Der Gläubige sagt vielleicht, das ist jetzt die andere Denkweise, ich möchte keine Scheidung. Gott will keine Scheidung. Die Ehe ist Gott heilig und ich möchte in der Ehe bleiben. Aber der ungläubige Partner sagt, auf gar keinen Fall, ich will nichts mit dir zu tun haben, scher dich wo sonst wohin. Jedenfalls steht dann hier, wo haben wir es? Ach, unten, da steht es. Vers 15, der Bruder oder die Schwester, hier merken wir, werden beide angesprochen, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und dann steht weiter, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? So, ich glaube, dass das hier auch wieder nicht schwer zu verstehen ist. Wir haben zwei Ausnahmen. Die eine sagt der Herr Jesus, Unzucht. Diese Ausnahme ist keine Empfehlung, aber eine Befreiung, eine Berechtigung in gewisser Weise. Und wir haben die zweite Ausnahme ist, dass es hier eine ungleiche Jochpartnerschaft gibt und der ungläubige Teil sagt, ich will dich nicht mehr in dieser Ehe haben. Dann legitimiert das Neue Testament Scheidung. So verstehen wir das. Wir sagen, genau. Und jetzt ist aber die Frage, warum denn? Und guck mal, in diesem Text habe ich zweimal am Rand in Vers 14 und Vers 16 einen grünen Strich gemacht. Und dieser grüne Strichabschnitt, diese Verse sind jeweils eine Begründung für das, was davor ist. Guckt kurz her. In Vers 12 und 3 kriegt der gläubige Partner gesagt, wenn der Ungläubige bei dir bleiben will, dann bleib bei dem. Warum denn? Und die Antwort kommt in Vers 14. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Ich habe Jules an den Rand geschrieben, geheiligt heißt immer für Gott abgesondert. Jemand ist nicht automatisch ein Kind Gottes, nur weil er einen gläubigen Ehepartner hat. Aber durch die Gegenwart und den guten geistlichen Einfluss des gläubigen Partners kann Gott Segen hineinbringen in das Leben des ungläubigen Partners oder auch in das Leben der Kinder. Und auch das wird vollkommen unterschätzt, was für einen negativen Einfluss diese Scheidungen auf die vielen, vielen Kinder haben, die da sehr, sehr drunter leiden. Und die leiden auch darunter, wenn ein Ehepartner gläubig und ein anderer ungläubig ist. Das sind dann einfach nur die Opfer in dieser Situation. Und so verstehen wir das, der Gläubige hat einen heiligenden Einfluss, sowohl auf den Ehepartner als auch auf die Kinder. Aber der Gläubige, der ist keine automatische Garantie, dass die auch zum Glauben kommen. Und das, daran knüpft jetzt die zweite Begründung an, guckt dann in Vers 16. Da sagt einer, aber ich will ja unbedingt haben, dass mein Ehemann zum Glauben kommt. Der Ehemann oder der Ehepartner sagt, ich will dich nicht, du Gläubige. Ich will nichts mit so einem Jesus-Nachfolger zu tun haben. Verzieh dich, mach dich weg. Und dann sagt die Gläubige, ja, aber der gläubige Mensch, ich möchte so gerne, dass du zum Glauben kommst. Ich will bei dir bleiben, ich will dir die Liebe Jesu zeigen oder irgendwas. Und dann sagt Gott, wenn der Ungläubige nicht will, dann führe keinen Krieg, um bei dem zu bleiben. Sondern dann lasse es zu, dass der ungläubige Partner sich von dir scheiden lässt. Lass es zu. Und guck, dann kommt die Gründung. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Die Antwort ist, du weißt es nicht. Man weiß einfach nicht, ob man die Person retten kann. Man hat einfach nur einen sehr, sehr begrenzten Einfluss. Guck mal, wir erzählen unseren Kindern vom Herrn Jesus, aber das ist doch noch lange keine Garantie, dass sie zum Herrn finden und gläubig werden. Sie müssen selber gläubig werden. Das macht keiner für die Kinder. So, das sind, meine ich, die Ausnahmen, die der Herr hier macht. Und wenn dann die Realität irgendwo uns trifft, dann müssen wir genau hingucken, die in seelsorgerlicher Weise begleiten, da wo Älteste involviert sind, wie kann man hier gottgemäß Rat geben? Und alle Geschwister, die mit Paaren zu tun haben,
mit Ehen zu tun haben, die Not haben, sind aufgefordert, mindestens mal implizit, geistlichen Rat zu geben und nicht Gefühlsrat zu geben. Er ist sowieso unsympathisch, schick ihn in die Wüste. Das ist kein biblischer Rat. Und jetzt ist die Frage, was ist mit Wiederheirat? Am Ende von Kapitel 7, den Vers hatte ich schon lange im Kopf, aber den habe ich jetzt nicht hier. Ich lese euch den Vers mal kurz nochmal vor. Am Ende von Kapitel 7, da steht in Vers 39, eine Frau ist durch das Gesetz, und zwar das Schöpfungsgesetz, gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Also ihr merkt erstmal, Wiederheirat, die Frage der Wiederheirat ist ganz leicht zu beantworten in dem Fall, wo ein Ehepartner verstorben ist. Ganz leicht zu beantworten. Sie ist einfach erlaubt. Aber trotzdem ist hier eine Einschränkung noch gegeben. Welche? Doch nur im Herrn. Und wir wissen, nur im Herrn heißt jemand, der auch an den Herrn Jesus glaubt, der im Herrn Jesus ist als Kind Gottes. Das soll so sein. Kinder Gottes sollen Kinder Gottes heiraten. Ganz viel Segen kann dadurch entstehen und ganz viel Schaden, wenn es nicht so ist. Und davor gibt es ja auch eine zahllose Anzahl von Beispielen. So, was ist mit Wiederheirat? In 1. Korinther 7, Vers 10 bis 11, wir nehmen jetzt wieder einen Abschnitt, den wir uns gerade eben angeschaut haben, da steht wieder diese doppelte Perspektive, oben die Perspektive der Frau und die wird dann unten relativ kurz auf den Mann, andersrum auch angewandt. Ich lese nochmal, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlasse. Also, das nächste ist hier die klare Anweisung für Gläubige, lass dich nicht scheiden. Ihr merkt, das betone ich sehr, weil wir wollen die Regel betonen, nicht die Ausnahme. Lass dich nicht scheiden als Gläubiger und bleibe unverheiratet und solange es irgendwie eine Chance gibt noch, die Ehe der Gläubigen wiederherzustellen, sollte man unverheiratet bleiben. Ich finde, das ist erstmal ein riesen wichtiges Ding. Solange es noch eine Möglichkeit gibt, ich spreche nicht von Hoffnung, die wieder emotional belegt ist, sondern solange es die Möglichkeit der Wiederherstellung gibt, soll derjenige, der geschieden ist, unverheiratet bleiben. Und damit sage ich direkt, dass wir glauben, dass es Situationen gibt, wo einfach keine Wiederherstellung mehr möglich ist. Ich habe von Fällen gehört, wo jemand geschieden war, neu geheiratet hat und drei Kinder hatte. Und dann haben dem Prediger gesagt, er sollte doch jetzt wieder zurückgehen zu seiner alten Frau und die neue Frau mit den drei Kindern alleine lassen. Das wäre jetzt der geistlich richtige Weg. Glaubt es mir, das ist purer Unsinn. Ja, das ist einfach, das wird Chaos noch vergrößern und die Sünde nur noch verschlimmern. Jetzt noch eine Familie vaterlos machen. Also das ist nicht im Sinne Gottes. Gott, liebe Leute, kann schon damit umgehen, dass wir hier ein Mess sind teilweise, dass wir hier schmutzige Kinder sind, die sich dreckig machen. Und die Regelungen Gottes wollen nicht dafür sorgen, dass es immer noch viel, viel dreckiger wird. Ja, vielleicht genügt das einfach mal als kleine Ergänzung. Aber der Einzelfall ist schwierig zu beurteilen. Dann haben wir hier einen heiß debattierten Vers, wieder den gleichen von eben, 7, 15 bis 16. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. So, und jetzt Frage, was heißt denn nicht gebunden? Wir haben eben gesehen, die Frau ist an den Mann gebunden. Wie lange? Solange der Mann lebt. Also diese Bindung ist ein ganz wichtiges Wort. Und solange der Mann, wenn der Mann nicht mehr lebt, dann ist sie frei zu verheiraten, mit wem sie will, nur im Herrn soll es geschehen. Das sagt Kapitel 7, Vers 39 folgende. Jetzt steht hier, ich möchte, dass ihr den Bibeltext auch noch seht hier, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und anschließend nochmal die Begründung, denn was weißt du, ob du Frau, ob du den Mann retten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Der Gedanke hierbei ist auf jeden Fall einen, stell dir vor, du bleibst in der Ehe.
weil du glaubst, du bist daran gebunden. Du sagst, ja, ich bin gebunden, solange mein Ehemann lebt. Ich kann jetzt nicht zulassen, dass der sich von mir trennt. Und der Paulus sagt, wenn der Ungläubige sich von dir trennen will, dann ist diese Bindung, dann ist diese Bindung nicht mehr zwingend für dich. Dann sündigst du nicht und begehst keinen Ehebruch, wenn du der Scheidung, die der andere will, zustimmst. Könnt ihr folgen? Ich weiß, dass alles ein bisschen kompliziert ist. Also da oben A mit dem Haken, da sind sich alle ziemlich einig. Da gibt es keinen Zank drüber. Nee, gar nicht. Gibt's, einige sagen ja auf gar keinen Fall, aber naja. Aber die meisten sagen, dass hier eine Ausnahme gibt, die sagt, du sündigst nicht, wenn du zustimmst, wenn der Ungläubige sich dich wegschickt und sich von dir scheiden lassen will, wenn du dem zustimmst, dann bist du kein Ehebrecher und sündigst nicht. Und dann bist du auch nicht mehr gebunden an die bisherige Ehebeziehung. So, das ist, was sonnenklar aus dem Text hervorgeht. Denn was weißt du, wenn du in diesem alten Ehebund bleibst, ob du deinen Mann, deine Frau retten wirst? Weißt du nicht. So, jetzt ist aber die nächste Frage. Einige folgern dann, wenn man nicht gebunden ist, dann ist man wieder frei zu heiraten. So wie am Ende von Kapitel 7 steht, nur im Herrn soll es geschehen. Und jetzt sagen wir, das kann sein, dass das so ist. Die Fälle kann es vielleicht auch geben. Aber der Text selber legt eher die erste A-Auslegung nahe, dass man sagt, dann ist man nicht gebunden an die bisherige Ehe. Das steht sowieso fest. Die Frage ist, ob die Aussage B noch zusätzlich stimmt. Und da zanken sich einfach die Bibellehrer, weil sie sich da nicht einig sind. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ihr könnt ja mal darüber nachdenken, wie ihr das sehen wollt. Genau. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir das Vorbild Gottes sehen. Und jetzt, was ich jetzt sage, bezieht sich gleich, lässt sich anwenden auf jede Ehe, die wir hier im Raum haben, auch wenn die noch in Ordnung ist, auch wenn ihr euch nur mal ab und zu zankt. Aber die lässt sich auch anwenden, was ich jetzt sage, auf jegliche Beziehung, die irgendeiner von uns hat, egal ob verheiratet oder nicht. Denn guckt, ich will euch ein paar Sachen zeigen, die über Gott stimmen und die uns Mut machen sollen, dass wir dem Herrn ähnlich werden und mit der Kraft des Herrn leben, wie es Gott gefällt. Und jetzt komme ich zu einem Teil, der zwar auch krass ist, aber irgendwie mutmachend ist. Also, da sagt der Gott durch Paulus dem Timotheus, wenn wir untreu sind, er, Gott, bleibt treu. Klasse, oder? Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und jetzt zeige ich euch was zu, dass Gott, wusstet ihr, dass Gott geschieden ist? Traut man sich gar nicht zu sagen, oder? Ich zeige euch jetzt, dass das biblisch stimmt. Nämlich in der Bibel wird Gott beschrieben als der Ehemann von Israel und Juda. Gott wird beschrieben, Christus wird beschrieben als der Bräutigam der Gemeinde, andere Geschichte. Beachtet, Unterschied. Und Gott wird beschrieben als der Eheherr Israels und Judas, seines auserwählten Volkes. Und wir lesen jetzt einfach mal diese Verse in Jeremia 3, Abvers 6. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Ihr denkt an die Ausnahmen. Die haben es gemacht. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan haben, wird sie zu mir zurückkehren. Ihr seht hier, das Herz Gottes ist, okay, Israel ist frei, Israel geht seinen abtrünnigen Weg, aber Gott hofft, dass Israel wieder zu ihm zurückkehrt. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah dies. Ich aber sah, dass, obwohl ich die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester Juda nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu treiben. Das macht es natürlich etwas kompliziert, dass hier das Israel in aufgeteiltes Nord- und Südreich mit zwei Schwestern sozusagen. Also irgendwo muss man dann den Vergleich etwas abkochen. Aber die Bibel selber sagt, Gott ist der Eheherr und der hat wegen dieses Ehebruchs, den Israel begangen hat, ihm gegenüber den Scheidebrief gegeben. Ich habe das nicht erfunden, die Heilige Schrift sagt es.
So, jetzt ist aber die Frage, was macht jetzt Gott? Sagt jetzt Gott, ah, dann bin ich ja frei, wieder irgendjemand anderen zu heiraten? Das ist ja die spannende Frage dann. Was macht denn Gott jetzt? Und wir lesen jetzt in Vers 12 weiter. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich, kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, ich zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jeden grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich bin euer Eheherr und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie und euch nach Zion bringen. Hier gibt es Hoffnung, oder? Ist euch aufgefallen, Gott hat den Scheidebrief geschrieben und sagt denen immer noch, ich bin euer Eheherr. Interessant, oder? Den Scheidebrief ist geschrieben und trotzdem sagt Gott, ich bin immer noch euer Eheherr und ich möchte, dass ihr zu mir zurückkehrt. Und ich werde euch gnädig sein, aber ihr müsst eure Schuld einsehen und zurückkehren. Und so läuft das, Leute, so läuft das. Wenn Sünde da ist, dann muss sie eingesehen, bekannt werden, dann kann sich vergeben werden. Und wir wissen, dass in der Ehebeziehung Gottes die Schuldfrage der einzige Ort ist, wo sie nicht schwierig ist. Da ist klar, Gott ist unschuldig. Da ist Israel und Juda die Schuldige. Und sie sollen ihre Schuld einsehen und umkehren und Gott wartet darauf, dass sie wieder zu ihm kommt. Und wir wissen aus biblischer Prophetie, dass das kommen wird, dass Israel wieder zu Gott umkehren wird. Mit ganzem Herzen. Und er dann mit Israel dieses tausendjährige Reich gründen wird. Es wird phänomenal sein. Und dann wird sozusagen, vielleicht darf ich das sagen, so kann man das denken jedenfalls, dann wird die Ehe da auch vollzogen zwischen Gott und Israel. Also wir sehen, Gott hat Wiederherstellung im Sinne. Selbst Gott, der Israel, Juda, den Scheidebrief gegeben hat, sagt, ich bin euer Eheherr, kehrt um zu mir, seht eure Schuld ein, ich will euch nicht mehr zürnen, ich will euch gnädig sein und ich will euch sammeln und dann wieder in das Haus Gottes nach Zion bringen. In sein Haus will er sie zurückbringen. Wir merken irgendwie, das ist mir wichtig, dass wir das Herz Gottes merken. Was ich heute anfangs gesagt habe, ist eher technischer Natur. Dann geht man die Verse durch und analysiert und sagt, wie sieht das jetzt aus, was für Möglichkeiten gibt es und so. Aber es geht um das Herz. Und deswegen, da sagt jemand, ja, ich kann nicht, doch, du kannst, yes, you can. Bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt Herr Jesus in diesem Kapitel, Matthäus 19, Vers 26. Bei Menschen ist vieles unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und die Frage ist, wirklich, wirklich die Frage für jede Beziehung, die wir pflegen, egal ob Ehe oder nicht, für jede Not, die wir haben, egal oder nicht, die Frage ist, was kennen wir an Verheißungen Gottes, die wir glauben können oder aber nicht glauben können? Wie kommst du denn jetzt auf Glauben? Ich glaube, bin überzeugt, dass christliches Leben dann stattfindet und funktioniert und heiliges Leben dann funktioniert, wenn wir Gott glauben, dass er dann uns verändert, im Glauben an ihm. Ich zeige euch da einige Stellen. Zum Beispiel von Abraham in Römer 4, 17 bis 21. Vor Gott, dem er, der Abraham, glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er, der Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Ich möchte betonen, Gottes Wort hat dem Abraham etwas gesagt. Und der Abraham hat sich die Realität angeschaut und schlussfolgert, das ist Menschen unmöglich. Der hat seinen eigenen erstorbenen Leib angeschaut, den seiner Frau, und sagt, was Gott hier sagt, ist unmöglich. Da muss man doch einfach nur nüchtern sein, die Ehe ist im Eimer, das ist nicht mehr wiederherzustellen. Oder wir haben uns abgefunden, wir leben einfach nur noch starr nebeneinander her. Braucht ja von außen keiner zu sehen. Und der Abraham, der hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt.
Und er wurde nicht schwach im Glauben. Der war schwach im Körper, Leute. Ja, der konnte keinen Nachwuchs mehr zeugen. Der war ja zu alt für und seine Frau auch. Schwach im Leib, aber nicht schwach im Glauben. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Ihr seht, woran zweifelt er nicht? An irgendeiner hirnrissigen Idee? Nein, an dem, was Gott versprochen hatte. An der Verheißung Gottes hat er nicht verzweifelt, hat er nicht gezweifelt. Und das ist Glaube. Glaube heißt, Gott sagt etwas, ich zweifle nicht daran, sondern ich sage, es stimmt, auch wenn meine Realität eine ganz andere Sache erzählt. Kann man sagen, bist du denn blem blem? Guck dir doch mal die Situation an. Und dann sagt er, Abraham war in dem Dorf, saß mit den Leuten zusammen und sagt, Leute, ich bin ein Vater einer großen Menge. Die Männer haben ihn angeguckt und gesagt, Abraham, du hast kein einziges Kind. Doch, doch. Ich bin ein Vater einer großen Menge. Wie kommst du denn da drauf? Er hat Gott mir gesagt. Ja, guck dir doch mal die Realität an, Abraham. Gott hat mir gesagt, ich bin ein Vater einer großen Menge und deswegen glaube ich das. Und das ist die Art von Glaube, den wir brauchen, wenn unsere Beziehungen zueinander heil und in Ordnung sein sollen, dass wir sagen, Gott kann. Gott kann. Er war völlig überzeugt, Vers 21, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Warum? Ich möchte jetzt einfach mal so einen Vers nehmen, der uns helfen kann, zu lieben, andere zu lieben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So, also kann ich jedes Mal, ich kann nicht immer sagen, heute ist ja Muttertag, das ist meine liebe Frau. Und ich kann sagen, ja, ich habe nicht genug Liebe für meine Frau. Und dann sagt jemand, ja, Frieda, da steht doch, Gottes Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Glaubst du das nicht? Nee, glaube ich nicht, ich fühle das ja gar nicht so. Ja, dann glaubst doch einfach mal, unabhängig von deinen Gefühlen. Glaube einfach, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz. Und dann handelst du mal so, als wenn das stimmt. Lukas 7, Vers 47. Ihr kennt diese Geschichte mit der Frau, die zum Herrn Jesus kommt und ihn deshalb nur alles sagt, da weiß er denn nicht, was das für eine Frau ist. Und dann sagt der Herr Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ihr könnt euch denken, warum ich das hier sage. Wegen der Geschichte, dem Gleichnis in Matthäus 18, was wir uns in den letzten Wochen angeschaut haben. Die 60 Millionen Denare, die ich Gott geschuldet habe, wenn mein Ehepartner sich an mir verschuldet hat, und ich verstanden habe, wie viel mir vergeben worden ist. Wenn ich das verstehe und glaube, dann hat Gott mir alle Kraft gegeben, meinen Partner auch zu vergeben. Also die Kraft zu vergeben, die ist einfach da, von Gott her. 2. Petrus 1, Vers 3. Da ist die Kraft, da ist seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Da ist göttliche Kraft. Ja, ich habe nicht die Kraft, die es braucht, aber göttliche Kraft ist da. Und wie viel hat die uns gegeben? Alles. Alles gegeben. Und ihr merkt, das lässt sich definitiv anwenden auf weit mehr als nur die Ehebeziehung, aber auch die Ehebeziehung. Die Frage ist, ob wir das glauben. Herr, bitte schenk mir die Kraft. Und der Herr sagt, lies mal 2. Petrus 1, Vers 3. Aber bitte, bitte, ich brauche mehr Kraft. Guck mal, da steht alles. Ich habe dir doch schon alles geschenkt. Sag doch einfach Danke. Ich glaube dir. Römer 15, Vers 3. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Im Glauben. Dass sie überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Woher kommt die Kraft? Die kommt doch wirklich nur von Gott. Die Kraft kommt von Gott, die Liebe kommt von Gott. Und wie hängt die mit uns zusammen? Wir haben mehrfach jetzt gelesen, dass uns der Heilige Geist gegeben ist. Und mit dem Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Mit dem Heiligen Geist haben wir die Kraft, alles zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Aber wir glauben das nicht. Weil wir uns herumschauen und den erstorbenen Leib ansehen, die kaputte Beziehung, dieses Erstorbene, dieses und jenes. Anstatt zu sagen, danke Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es reicht Glauben wie ein Senfkorn. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben.
der Gott der Hoffnung. Und unser Wunsch für unsere Gemeinde ist, dass jeder, der jetzt hier ist, jeder in seiner familiären Situation, in seiner Ehebeziehung sagt, wie auch immer meine Situation ist, ich glaube an den Gott der Hoffnung. Glaubst du an den Gott der Hoffnung? Ich glaube, dass Gott mit seiner Liebe, mit seiner Kraft in meinem Herzen wohnt. Und ich warte nicht darauf, dass Gott meinen Partner in Ordnung bringt, sondern ich glaube, dass Gott mich in Ordnung bringt und zum guten Ehepartner macht. Dass ich meinem Partner ein guter Ehepartner bin, das kann Gott und das geschieht im Glauben. Nicht durch, ich streng mich an, sondern das geschieht im Vertrauen, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und Leute, das ist eine frohe Botschaft für Gläubige, oder?